In 5er Raids ist aktuell Reggie Rock und ich will hier zeigen, wie man es zu dritt besiegt. Gegen Ende werde ich hier bei Obers Let's Play auch noch eine Übersicht sehr guter Konter vorstellen. Reggie Rock ist ein Gesteins-Pokémon und dementsprechend sind sehr effektiv Pokémon vom Typ Kampf, Stahl, Wasser, Boden und Pflanze. Hier beginne ich als erstes mit meinem Krypto Metagross, das ist ein Stahl- und Psycho-Pokémon mit Angriff Patronenhieb und der Ladeattacke Sternhieb. Das ist ein Pokémon, das sehr viel Schaden macht, weil es auch ein Krypto-Pokémon ist, hat allerdings den Nachteil, 20% mehr Schaden bekommt es durch Reggie Rock, aber wichtig ist ja möglichst viel Schaden in kurzer Zeit zu machen, denn man hat ja nur 300 Sekunden Zeit, ihn zu besiegen. Jetzt kommt mein Krypto Sumpex, das ist ein Wasser- und Boden-Pokémon. Hier nutze ich Aquagnade und Aquahaubitze. Wenn man als normale Attacke Lehmschuss nehmen würde, wäre es ein bisschen besser, würde ein bisschen mehr Schaden machen. Hier ist auch noch Erdbeben theoretisch als Ladeattacke möglich, aber besser ist hier die Wasserattacke Aquahaubitze. Jetzt kommt mein Krypto Machomai, das ist ein Kampf-Pokémon mit Angriff Konter und der Ladeattacke Wuchtschlag. Ist natürlich auch sehr effektiv. Regirock ist ein Trio-Raid sehr schwierig. Deswegen sollte man am besten auf Wetterverstärkung achten, damit es etwas einfacher wird. Wie hier zum Beispiel ist es bewölkt. Dementsprechend sind meine Kampf-Pokémon wetterverstärkt und machen mehr Schaden. Ansonsten ist es viel schwieriger, diesen Trio-Raid zu schaffen. Aktuell ist mein Wasser-Pokémon Kingler im Einsatz mit Angriff Blubber und der Ladeattacke Grabhammer. Das ist ein sehr starkes Wasser-Pokémon, insbesondere die Ladeattacke Grabhammer macht sehr viel Schaden. Also wenn man einen Kingler hat, unbedingt die Ladeattacke Grabhammer geben. Regirock ist jetzt im gelben Bereich, das heißt, er hat weniger als 50% seines Lebens noch übrig. Über 170 Sekunden Zeit sind noch da gewesen. Das heißt, dieser Trio-Raid sollte machbar sein, auch wenn es ein bisschen knapp wird, weil man muss ja auch noch wahrscheinlich wechseln. Weil mein 6 Pokémon im ersten Team wird es wahrscheinlich nicht ausreichen. Aktuell kämpft Lucario, das ist ein Kampf- und Stahl-Pokémon mit Angriff Konter und der Ladeattacke Aura-Sphäre. Leider weg. Und jetzt kommt ein etwas ungewöhnliches oder neueres Pokémon, nämlich Pantagruel. Das ist ein Kampf- und Unlicht-Pokémon mit Angriff Fußkick und der Ladeattacke Nahkampf. Ist nicht unbedingt ein ideales Kampf-Pokémon, es gibt viel bessere. Aber ich wollte auch mal wieder Neueres zeigen. Man kann natürlich auch andere Pokémon nehmen. Aber ich möchte hier ja lauter verschiedene Pokémon zeigen, damit immer nicht nur die idealste Version, zum Beispiel Metagross, genutzt wird, sondern auch andere. Wie jetzt mein zweites Team, das zum Einsatz kommt mit Krepotak, das ist ein Wasser- und Unlicht-Pokémon mit Angriff Kaskade und der Ladeattacke Grabhammer. Regirock ist schon im roten Bereich und so über 100 Sekunden waren noch auf der Zeit. Das heißt, der Trio-Raid sollte wirklich jetzt noch gut machbar sein. Regirock ist allgemein nämlich ein etwas stärkeres Pokémon und Trio-Raid ist wirklich nicht einfach bei diesem. Die anderen zwei Regis sind da schon leichter aus meiner Sicht zu besiegen. Jetzt ist Meistergriff da, das ist ein Kampf-Pokémon mit Angriff Konter und der Ladeattacke Wuchtschlag. Wie man sieht, es läuft gar nicht mal so schlecht. Wenn man hier auf andere Wetterverstärkung noch achten will, zum Beispiel kann man auf Sonnig setzen, da ist Pflanze und Boden wetterverstärkt, beziehungsweise Schnee wäre Stahl wetterverstärkt, allerdings ist es natürlich aktuell sehr unwahrscheinlich, Schnee zu haben. Aber alternativ kann man natürlich auch auf Regen hoffen, dann sind die Wasser-Pokémon wetterverstärkt. Hier ist aktuell Stalobor im Einsatz, das ist ein Boden- und Stahl-Pokémon, aktuell mit Angriff Metallklau und Eisenschädel, wobei Lehmschelle und Schlagbohrer eigentlich die bessere Wahl gewesen wäre. Ja okay, da habe ich ehrlich gesagt den falschen Stalobor rein in mein Team. Kann mal passieren. Aber trotzdem gewonnen. Und ja, so 20 Sekunden noch so übrig, also gar nicht mal so schlecht. Jetzt kurz auf die Belohnungen schauen, beziehungsweise gleich kommt Regirock. Den gibt es als Shiny, also mit Glück hat man eine Shiny-Version. Mit Pech ist es ein normaler wie hier.
Ja, was kann man über Regirock sagen? Allgemein kann man den in Kämpfen, in Raidkämpfen nicht so gut einsetzen. Aber wie man jetzt zum Beispiel hier sieht, zum Fangen oder zum Werfen gar nicht mal so schlecht. Da treffe ich sogar mehrmals ineinander fabelhaft. Ja, das kann so weitergehen. Oder am besten wäre es natürlich, es würde nicht so weitergehen und er würde einfach drin bleiben. Das wäre die beste Wahl. Denn manchmal hat man schon ganz schön viel Pech und muss ganz viele Bälle verwenden. Deswegen ist es immer gut, Freunde-Bonus zu haben oder wenn die Arena in der Farbe ist, die man selber hat, zum Beispiel wie ich, bin rot und rote Arena, dann gibt man auch extra Bälle. Und ja, und natürlich noch 5 XL-Bonbons, gar nicht mal so schlecht. Die Bewertung, 2 Sterne, naja, wirklich nicht so gut. Jetzt möchte ich euch noch einige Konter-Pokémon vorstellen, mit denen ihr Regirock leichter besiegen könnt. Als Mega-Entwicklung würde es sich am besten Mega Turtok anbieten mit Aquagnade und Aquapitze. Alternativ auch ein Bisaflor als Mega Bisaflor mit Rankenhieb und Flora-Statue. Oder ein Mega Gyarados mit Kaskade und Hydro-Bombe. Ansonsten eignen sich Pokémon wie hier der Krypto-Machomai mit Konter und Wuchtschlag. Krypto-Sumbex mit Aquagnade. Besser wären natürlich Lehmschuss und Aquahaubitze. Krypto-Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb. Natürlich die normale Version wäre auch sehr gut. Ein Groudon mit Lehmschuss und Erdbeben. Knackrack mit Lehmschuss und Erdbeben. Lucario mit Konter und Aurasphäre. Stalobor mit Lehmschelle und Schlagbohrer. Meistergriff mit Konter und Wuchtschlag. Oder ein Demeteros hier in der Tigergeistform mit Lehmschuss und Erdbeben. Die andere Form wäre auch noch möglich, aber die Tigergeistform wäre die bessere Wahl. Fragen bitte in die Kommentare und wenn dir das Video gefallen hat, gib bitte einen Daumen nach oben bzw. abonniere meinen Kanal, am besten mit Glocke, damit du kein neues Video von mir verpasst.